Schönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wo sind wir heute? Wir häckseln tatsächlich heute unseren Versuch. Stripte gegen normales Verfahren, normales Grubberverfahren. Ich habe die GPS-Linien ja sowieso von unserem ganzen Betrieb drauf. Die wurden mir von Klaas bzw. von einem Mitarbeiter von 365 Farmnet umgewandelt, weil das man selber bekommt es nicht über 365 Farmnet hin. Habe ich immer gedacht, das würde gehen, aber geht wohl nicht. Na, jedenfalls habe ich alle mit einmal umwandeln lassen, habe die aus dem Fend gelesen, habe die per E-Mail weggeschickt, habe die zurückbekommen. Da sind die Linien, deswegen passt das hier genau überein. Und hier haben wir den Versuch so angelegt, dass er tatsächlich auch unsere Häckselrichtung entspricht, sodass wir eine ganz klar abgegrenzte Kante haben am Ende. Also wenn alles gut läuft und das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle, ist die Kante nachher genau immer zwischen zwei Schneidwerken, zwischen Striptil und Nicht-Striptil. Und die Blöcke sind im 36-Meter-Raster angelegt. Rein optisch jetzt beim Anschneiden, man sieht so ein bisschen Unterschiede, aber nicht wirklich so krass, dass man sagt, ah, ab hier geht's los. Man sieht immer einen dunkelgrünen Block und einen etwas abgereifteren Block, sage ich jetzt mal so. Der dunkelgrünere Block müsste der Striptil-Block sein. Das gucken wir uns nachher aber noch mal ein bisschen mehr an, vielleicht in der Mittagspause, wenn wir mal rausgehen können. Vielleicht mal an der Front. Letztens haben wir hier ja die Probe gezogen für eine Trockensubstanzbestimmung. Und da beim Querdurchhäckseln war es zu merken. Also da gab es 36 Meter, die waren abgereifter, die waren trockener. Und dann war es wieder 36 Meter, die waren deutlich dunkelgrüner. Deswegen bin ich ganz gespannt, was da rauskommt. Ob wir auch einen Unterschied feststellen, ob wir überhaupt einen feststellen. Wenigstens bei der Trockensubstanz oder ähnliches oder erträglich. Man muss auch sagen, es steht schon sehr, sehr homogen. Also man kann jetzt nicht ausmachen, dass irgendeine Pflanze höher ist als die andere. Das definitiv nicht. Man sieht, wenn, dann wirklich nur farbliche Unterschiede. Aber soweit erstmal. Den Rest gucken wir uns dann sicherlich in der Mittagspause an. Bis nachher, Leute. So Leute, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo sind Unterschiede zu sehen? Und ich habe jetzt endlich Unterschiede gesehen. Also ich sehe sie die ganze Zeit schon ein bisschen, beziehungsweise ich habe sie mir eingebildet. Wir haben hier Striptil, bis ungefähr hier müsste das sein. So, und jetzt seht ihr die Pflanzen hier unten. Die haben mehr abgereifte Blätter drin. Seht ihr das? Das ist auch etwas, was ich die ganze Zeit schon beobachtet habe. Die Grubber-Variante ist trockener. Die sind nicht ganz so üppig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob sich ertraglich nachher der Unterschied darstellt. So, da, ich stolper hier halb über die Pflanzen. Und wie weit ungefähr? Noch ein Stück. Hier vorne, genau. Und ab hier beginnt wieder Striptil. Da. Zu Ende, ab hier Striptil. Seht ihr das? Die Pflanzen sind grüner. Und ich würde auch sagen, gefühlt mehr Kolben. Ach, das ist aber jetzt hier eine reine Vermutung mit dem Kolben. Aber was wir uns auf jeden Fall angucken können, bis oben gefüllt, okay. Hier auch bis oben gefüllt. Da stehen noch, haben wir noch ein paar, die dichter zusammenstehen. Vielleicht der hier. Okay, bis oben gefüllt. Jetzt gucken wir mal in der Grubber-Variante rein, ob wir da was sehen. Mensch Leute, ich bin ganz froh, dass man einen Unterschied sieht. Und wenn es am Ende keinen Unterschied gibt, dann ist das auch so. So. Gucken wir hier. Der sieht aber auch bis oben gefüllt aus. Ja, bis oben gefüllt. Auch bis oben voll. Gucken wir mal die nächsten. Also das war ja im Prinzip das, was immer gesagt wird. Striptil meistens bis oben voll. Oh, Marini. Genau, ist eigentlich auch bis oben voll. Der auch. Also das können wir jetzt nicht feststellen. Da haben wir keinen Unterschied, aber an der Trockensubstanz bin ich auch der Meinung, sieht man den Unterschied. Gut, ich häcksle erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir eine schöne Auswertung über die Kartierung hin am Ende. Werden wir sehen. Schönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 3. Oktober, kurz nach 7. Wir haben da drüben, gestern den Versuch mit Striptil und
normales Verfahren abgeerntet. Ein bisschen Erklärung zum Verfahren. Wir haben den Versuch in Blöcken von A 36 Meter angelegt, weil 36 Meter ist natürlich ein Vielfaches von 6. Das sind unsere Arbeitsgeräte hinterm Güllefass. Und 9 Meter haben wir hier am Häcksler, sodass wir immer die ganzen Blöcke Block für Block geerntet haben, sozusagen, damit sich das nicht über die Reihen irgendwie verwäscht. Und wir haben, genau, hier fahren wir mit Autopilot und wir haben hier genau die Linien drauf, die wir auch zum Legen benutzt haben. Dass wir wirklich Reihe für Reihe getrennt haben. Gut an den Kanten, vielleicht ist eine Reihe mal verschoben gewesen oder nicht, weil wir haben natürlich beim Häcksler ein bisschen Überlappung, beim Legen mit RTK natürlich nicht. Was kann ich euch sagen? Optisch war ein Unterschied zu sehen. Ich habe das jetzt erstmal ganz grob nur bei Telematics mir angeguckt. Da sehe ich erstmal noch keinen Unterschied. Da müsste ich noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Das, denke ich mal, werden wir aber in einem weiteren Video uns mal genau angucken. Es gibt da marginale Abgrenzung. Ich habe aber vor, mir erstmal im Prinzip auf Telematics in der Kartierung die Blöcke reinzuzeichnen, um zu sehen, okay, da was dribbelt, da nicht, um dann zu sehen, ob man da Zusammenhänge findet oder nicht. Erstmal würde ich sagen, steht Striptail dem normalen Verfahren in nichts nach. Wir hatten gestern schon mal im Stream so ein bisschen die Diskussion. Ah, da ist noch ein Reifen. Wir fahren vorne den Weg weiter. Ja, wir hatten gestern im Stream schon ein bisschen die Diskussion, was wäre denn nun Erfolg? Also ich denke, es ist ein Erfolg, wenn Striptail genauso gut oder besser abschneidet wie das normale Verfahren, weil es ist ein minimales Verfahren, also man macht damit deutlich weniger. Und dieses Jahr, muss man auch sagen, war auch ein Jahr, wo das herkömmliche Verfahren schon Vorteile hat. Wir haben durch das Lockern eine frühere, bessere Bodenerwärmung gehabt. Vielleicht hätte ich die Dings auch mal fest machen sollen. Die GoPro, damit ich hier nicht mit euch rumfuchtel. Mal gucken, hier ist nämlich ein bisschen, ja, hier sind so alte Anschlüsse unter. Moment, ich komme gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, was mag nun ein Unterschied sein und was nicht? Also, ich bin der Meinung, wenn es genauso gut ist wie die Gruppe-Variante, ist das schon ein Erfolg. Und wir hatten wirklich dieses Jahr, ja, alle Bedingungen waren eigentlich so, dass die Gruppe-Variante die herkömmliche auch gut abschneiden kann, weil es gab kaum Wassermangel. Gut, aber dazu machen wir nochmal ein Fazitvideo, wo wir das nochmal auswerten mit den Ertragskarten, Trockensubstanzkarten, Stärkekarten. Dann gucken wir uns die Fläche nochmal an in einem extra Video. Machen wir weiter im nächsten Fall. Also hier heute 42 Hektar Stück, das werden wir heute nicht schaffen. Fehlt auch ein bisschen Transporter, also ist knapp. Wir waren hier sonst immer mit 4 gut zurechtgekommen, aber das reicht hier nicht mehr. Ab morgen kommt dann ein 5. dazu. Ich hoffe, der hat auch lange Zeit, dass er bis zum Ende bleiben kann. Genau, die Sportkipper haben wir nicht mehr im Programm. Wir hatten das ja an dem Nachbarbetrieb geliehen und der hatte, oder beziehungsweise da war eine Bremsbacke war fest und ja, hat er nicht ganz mitgekriegt, haben wir alle nicht mitgekriegt. Jedenfalls hat die sich runtergeschliffen und Detlef hatte sich das angeguckt immer. Er hatte die jetzt auch ein bisschen nachgestellt, aber er sagt, es ist halt, die ist so weit runter, dass sie halt über so einen Punkt übergemuppt. So hat er mir das geschrieben. Also, aber ich habe es selber nicht gesehen, aber und sagt, dann löst sie sich halt nicht mehr, weil die so übergemuppt. Ja, kriegen wir so spontan nicht repariert und haben halt relativ spontan auch noch einen zweiten Krampel Big Body bekommen zum Ausleihen vom Nachbarbetrieb. Der hat 2 Stück davon, also das ist ganz gut passend, sonst hätten wir es reparieren müssen, aber dann hätte ich Detlef auch einen Tag als Transport nicht gehabt. Ja, das war der Punkt, den wir abarbeiten wollten. Dann, Moment, ich muss mal hier ein bisschen aufpassen bei den Windrädern. Hier liegen nämlich gerne immer mal Steine. Also hier, da. Da werden gerne mal hier mal an den Rändern Steine hingelegt. Deswegen, da muss ich ein bisschen mehr gucken. Kommen wir zum Thema Autofill. Autofill scheint doch die Geister etwas zu erregen. Wie es funktioniert und dass es manchmal im Video sieht man halt, dass auch mal was daneben geht. Es ist so, Leute, dass Autofill im Prinzip, gut, das ist jetzt nicht gestrichen voll, aber das kommt auch manchmal durch Bremsen und ein bisschen mehr Gas geben, dann verschiebt man sich Autofill halt und dann braucht er ein bisschen, bis er wieder nachsteuert. Also es ist so, dass Autofill so eingestellt ist,
dass er den Hänger gestrichen voll macht. So, guck mal, jetzt schwenkt er weiter nach hinten. Und ich fülle nachher den Berg drauf. Also das mache ich selber mit manuell. Und beim Bergbauen, jeder Häckselfahrer kennt es, spritzt da ab und zu ein bisschen was runter, weil der Winkel ist nicht ideal, da kommt ultra viel raus, sodass du minimal gegen den Berg kommst und dann verschiebt sich der Berg und dann rutscht er so ein bisschen runter. Dadurch kommt es zum einen dadurch, dass man ein bisschen was sieht, denn es ist natürlich so, also warum man Flecken bei den Drohnenaufnahmen sieht, denn es ist natürlich so, manchmal kommen noch 5 Halme raus, während wir, oder 5 Pflanzen, während wir hier die Transporter wechseln. Und man wird nie im Prinzip den Acker hinbekommen, dass der wirklich aussieht wie geleckt. Also es werden immer Flecken geben, egal wie gut das Autofill oder man selber macht. Nichtsdestotrotz ist Autofill wirklich eine angenehme Erleichterung, gerade für die Leute, die auch nebenbei noch telefonieren müssen, mal eine E-Mail schreiben müssen und, und. Und Autofill ist 100% konzentriert den ganzen Tag, Leute. Also kann mir keiner erzählen, dass er über 12 Stunden 4 Wochen lang am Stück immer den Hänger trifft, weil die Transportfahrer sind manchmal etwas konzentrationsmüde, gerade nach Mittag oder so und oder abends, wir sind alle irgendwann müde, da spricht sich keiner frei von und dann hat man natürlich den Punkt, dass auch mal was daneben geht und niemand hat ja gesagt, dass Autofill im Prinzip das Ganze perfekt macht. Siehe da, also jetzt sind wir gerade zu weit weg, jetzt erkennt er ihn nicht mehr. Das sind jetzt ungefähr, ja, eine komplette Schneidwerksbreite war noch mal dazwischen. Moment, ich bin gleich wieder da. So, also wie jetzt? Jetzt baue ich da manuell einen Berg drauf, Autofill ist aus. Und jeder Häckselfahrer kennt das, wenn der Winkel nicht ideal zum Berg ist, schiebt man den gerne mal etwas runter. Genau, dann gibt es halt immer noch Faktoren, die den Strahl beeinflussen, sowas wie Wind oder wie wir eben gesehen haben, Kurvenfahren oder wenn er nicht direkt neben einen fährt. Und im Prinzip sind das nette Helfer, die aber auch ihre Schwächen haben, ganz klar. Also es gibt genug Momente am Tag, wo ich manuell fahre. Das heißt, also nur weil ich das jetzt nutze und weil ich das drin habe, heißt das nicht automatisch, dass man permanent selber befüllt. Quatsch, dass man permanent das jetzt nutzt. Also man befüllt auch genügend Momente selber und gerade im Gras sind die Momente nicht wenig. Also gerade beim ganzen Kurvenfahren oder so gibt es schon so den Moment, wo man direkt weiß, jetzt nimmt man ein Auto für raus, steuert das wieder manuell. Ich bin jahrelang von Hand gefahren, wirklich. Ich habe tausende Tonnen von Hand befüllt und deshalb weiß ich, wie sehr ich das hier zu schätzen weiß. Mit Autopilot zu fahren, hatte ich früher nicht, selber gelenkt, dann mit Autofill. Ich hatte zwar früher einen Reihentaster, aber bei 50er Reihenabstand ging der so semi-gut. Und Autofill hatte ich auch erst zum späteren Zeitpunkt. Das heißt, ich habe angefangen, komplett manuell zu fahren. Und klar, da war man vielleicht 20. Da steckt der Körper dann auch irgendwie anders weg. Klar, ich bin jetzt 30. Aber der Punkt ist halt so, ich bin abends nicht mehr so kaputt, Leute. Ich mache das hier 12 Stunden. Ich muss nebenbei koordinieren. Ich muss nebenbei telefonieren, E-Mail schreiben, alles drum und dran. Und abends setze ich mich noch an den Tisch. Schreibtisch und mach etwas Büro und muss auch noch, ja, inzwischen ja Videos schneiden und sowas, das kommt alles dazu. Und ich merke halt deutlich, wie es halt eine Arbeitserleichterung ist. Wenn jetzt Leute der Meinung sind, man muss sich schämen, wenn man sowas benutzt, dann kann ich das, diese Argumentation absolut nicht nachvollziehen und finde diese Argumentation dumm. Wenn Leute der Meinung sind, sie müssen ohne fahren, weil man das so macht als Häckselfahrer, dann sollen sie es so machen. Aber dann sollen sie nicht, also beziehungsweise dann akzeptiert das, wenn Leute sagen, okay, ich finde Arbeitserleichterung schön, das ist eine gute Sache. Und am Computer hat jeder inzwischen einen vernünftigen Stuhl auf Arbeit, das gehört zum guten Ton. Man hat einen Computer, beziehungsweise Bildschirme, die augenschonend sind, das gehört auch dazu zum Arbeitskomfort. Man hat in den meisten Autos Tempomaten, weil das komfortabler ist und so. Ich finde, das gehört in der heutigen Zeit dazu. Was natürlich auch Fakt ist, die Tonnageleistung geht durch sowas ungemein nach oben, weil du konzentrierst dich automatisch nur noch auf den Vorschub und nur noch auf die Einstellung, dass du die Maschine, seht ihr, jetzt kommt das Plong,
jetzt fahre ich manuell, dass du die Maschine wirklich ans Limit kriegst, die ganze Zeit. Also da, der Fokus hat sich halt verschoben. Du konzentrierst dich inzwischen mehr auf andere Dinge. Und kein Fahrer kann sich davon freisprechen, dass wenn er sich konzentriert, den Hänger voll zu machen, dass er parallel auch noch hinbekommt, den Häcksler konstant unter 100% Auslastung zu fahren. Und dann ist natürlich der Punkt, gerade beim Anhäckseln oder ähnliches, wenn man die Stücken nicht kennt, also ich mache ja auch viele Stücken, die ich nicht kenne, du musst auf den Rand achten, weil sind da Steine oder nicht. Du musst auf Gullis achten. Also ich habe mir selber schon eine Spitze abgefahren gehabt von der Seite, komplett verbogen, weil da ein Gulli war, weil da so dicht dran gelegt wurde. Ja, und dann bist du natürlich beschäftigt. Du bist am Lenken, du bist nebenbei noch gucken beim Befüllen und dann sollst du halt noch einen Gulli sehen in so einem Mais, der fast nicht sehbar ist. Und das sind halt viele Punkte. Klar geht immer was daneben, wie da, seht ihr? Da ist eben auch ein bisschen was daneben gegangen. Man kann es sicherlich erstmal nicht ganz vermeiden, aber es ist wirklich ein nettes Helfen. Und auch gerade beim Anhäckseln habe ich jetzt festgestellt, das Ding kann so fein den Turm korrigieren, das schaffst du halt im Leben nicht, weil du da nicht so viel Gefühl hast. Du kannst immer kleine Ruckbewegungen machen, aber so richtig feine Bewegungen, das ist schon Bombe, wie das Ding das hinkriegt. Also muss ich auch den Hut ziehen und sagen, ja, der kann auch ein bisschen besser anhäckseln als ich, weil er halt auch wirklich viel feiner bewegen kann. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht der Schlechteste im Anhäckseln. Genau. Der Punkt ist aber auch so, das macht euch nur Spaß beim guten Autofill. Die meisten Autofills funktionieren gerade, wenn die Hänger nebeneinfahren. Aber wenn dann so ein paar Kurven dazukommt oder so, das kann dann wirklich auch nur ein gutes Autofill. So, das war meine Meinung dazu. Also ich bin der Meinung, die moderne Technik, das wird immer teurer und wir müssen eigentlich inzwischen alles ausschöpfen, um auch wirklich das Maximale rauszuholen. Und ein Punkt bei Autofill, in den ersten Jahren, wo wir es gehabt haben, haben die Transporter gesagt, das ist auch deutlich für die Transporter angenehmer. Weil im Prinzip versucht der Autofill immer dieselben Punkte zu beladen. Und dadurch weiß der Transporter, okay, wie voll ist er gerade beladen, weil er kann sich direkt orientieren, wo ist der Anhänger im Verhältnis zum Häcksler, wo ist der Turm, wo möchte Autofill gerade beladen, weil der wird ja auf dem Punkt beladen. Und demzufolge weiß der Transporter, okay, ich muss jetzt bloß ein Stück schneller oder langsamer fahren. Und ein Fahrer hat mir auch gesagt, mein guter Freund Ole kommt ab morgen mit seinem JCB, also den werdet ihr im nächsten Video sehen. Der hat mir auch gesagt, ja, man macht sich auch nicht mehr so eine Platte, weil du nicht mehr denkst, oh Gott, der arme Häckslerfahrer, der muss die ganze Zeit drauf achten, damit das alles auch da reintrifft. Nö, sagt er, jetzt ist auch manchmal so, Autofill macht das schon. Also für die ist es auch entspannter geworden. Gut, das zum Thema. Kommen wir zum nächsten Thema, was wir noch besprechen müssen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wie gesagt, Transporter sind hier gerade ein bisschen knapp und wir hatten auch Detlef eben so ein bisschen eingeklemmt. Also das heißt, Detlef war voll. Ist vorgefahren, hat in eine Schlaufe gewartet im Windrad und wir mussten erst vorbeifahren mit dem Häcksler, weil der war halt nur ein Weg und wir waren in der ersten Runde. So, deswegen, das sind manchmal die 2 Minuten, die dann halt bei sowas fehlen. Und kommen wir, Maiszünstler. Ich habe im Maisbodengemenge so ein bisschen Maiszünstler gesehen und gefunden. Ist dieses Jahr ein bisschen mehr drin, aber auch nur einzelne Felder und einzelne Sorten gefühlt. Ich habe Freitag schon ein bisschen rumtelefoniert, versucht noch eine Messerwalze zu bekommen. Ich schneide indessen so tief, wie ich kann. Der Moment ist schwierig. Also hier sind einzelne Pflanzen betroffen. Wenn ihr so den Bestand jetzt seht, seht ihr jetzt halt nichts. Aber man sieht einzelne Pflanzen, die so ein bisschen abgeknickt sind in der Höhe, wo ich der Meinung bin, okay, da könnte ein Zünster sein. Und ich hatte, weiß nicht, vorgestern oder so beim Mittag auch tatsächlich einen im Stängel gefunden, aber da war der Stängel halt komplett aufgebrochen, also da lag die Made frei. Hatte jetzt aber keine Kamera bei Hand, würde ich aber versuchen, noch euch einzufangen. Das heißt, der ist mehr geworden und sonst, wenn wir wen hatten, war der noch nicht tief genug. Das heißt, der war im ersten oberen Meter noch, beziehungsweise im unteren Meter noch und wenn wir geschnitten haben, war unten im Stängel gar nichts mehr. Dieses Jahr wirkt das fast grenzwertig. Also dieses Jahr ist er in den obersten 20 cm. Das, was ich so gesehen habe, haben wir ihm erwischt und das Stängel aufgesprungen.
Trotzdem möchten wir da noch ein bisschen mehr machen, oder ich möchte da noch ein bisschen mehr machen, deswegen Messerwalze. Also ich habe da jetzt ein bisschen telefoniert, versuche mir da erstmal eine auszuleihen oder vom Hersteller eine zu bekommen. Und wenn mir die gefällt, dann kann die eigentlich auch gleich auf dem Hof stehen bleiben. Weil ich denke, für die Zwischenfrucht und für die Zukunft habe ich eigentlich schon lange mit der Messerwalze geliebäugelt. Da kommt schon Detlef. Müssen wir gleich mal gucken. Ansonsten, wenn ihr das da seht, die Stängel sind halt möglichst kurz und sind schön aufgesprungen, aber nicht alle. Ne? Und wir wollen ja halt so gut es geht die erfassen. Mulchen kommt für mich nicht in Frage. Wir haben ja diese kleinen Dämme da zwischen den Reihen vom Maislegen. Die haben wir nun mal. Die macht unsere Maislege und die werden jetzt auch nicht weniger, nur weil wir jetzt vorhaben zu mulchen. Und dadurch kommen wir ja im Prinzip nicht so richtig zum Ansatz vom Stängel. Beziehungsweise wir können auch nicht wirklich tiefer mulchen, als wir jetzt häckseln. Deswegen, und mulchen ist für mich auch keine Frage, das ist halt ein wahnsinniges Verschleiß. Ich habe ein Jahr meine 300 Hektar gemulcht, das waren nachher glaube ich 10.000 Euro an Kosten, weil der Mulcher war komplett verschlissen. Genau, deswegen will ich das eigentlich mit der Messerwalze machen und sehe mir da eigentlich auch vielleicht mehr Chancen. Na gut, da sind vielleicht auch die Dämme, aber das muss man ausprobieren, also definitiv. Da muss ich halt gucken, wie ich im nächsten Jahr vielleicht die Dämme wegbekomme. Vielleicht ein bisschen früher walzen, nachlegen, aber dann stimmt die Ablagetiefe nicht mehr. Ich weiß es noch nicht. Ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen. Auf jeden Fall, ein bisschen was an Zünsler ist da. Nicht so, dass man sagt, dass er Schaden bekommen hat. Der Mais so akut Schaden, aber man sieht halt, dass Pflanzen betroffen sind. Und dann, bin ich der Meinung, sollte man auch ein bisschen reagieren. Das waren erstmal die Punkte, die ich mit euch besprechen wollte. Ansonsten ertraglich liegen wir jetzt im Durchschnitt nach wie vor über 50 Tonnen auf dem Hektar. Und wir sind jetzt bei knapp 5.000 Tonnen in unserem Silo. Gut, bis dahin erstmal, Leute. Und dann würde ich sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Und dann gucke ich mal, ob ich euch, einen aufgespaltenen Stängel finde oder so, wo wir vielleicht eine Zünslermade sehen. Werden wir sehen, Leute. Bis dann. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. And just compromise. It's the chance of your life.